Buchweizenpancakes mit Holunderbirnen und Honigmaronen Birnenschälen, jeweils das Kerngehäuse herausschneiden und Fruchtfleisch in Spalten schneiden. Birnenspalten mit Zitronensaft in einem Topf vorsichtig mischen. Holunderbeersirup und 100 ml Wasser angießen. Birnen darin zugedeckt in 2010 bis 15 Minuten, Klammer auf je nach Sorte, Klammer zu, sacht weich dünsten und im Sud auskühlen lassen. Inzwischen Maronen grob hacken, in eine Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze unterwenden rösten. Honig überträufeln und kurz karamellisieren lassen. Auf einem Teller auskühlen lassen. Für die Pancakes Eier trennen. Eigelbe Milch, Vanillemark und Salz verquirlen. Buchweizen, Mehlstärke und Backpulver mischen und sieben. Mehlmischung gründlich unter die Eigelbmilch rühren. Eiweiß steif schlagen, Zucker dabei nach und nach einrieseln lassen. Butter portionsweise in eine Pfanne erhitzen. Eischnee unter den Buchweizenteig heben. Aus dem Teig nach und nach luftige Pancakes backen. Pancakes mit Holunderbirnen, Honigmaronen und Joghurt anrichten. Pro Portion 615 Kilokalorien durch 2581 Umdrehungen, 74 Gramm Kohlenhydrate, 16 Gramm Eiweiß, 28 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten.